Ja, ein wunderschönes Hallo zum Schwafel-TV Nummer 10 aus der Stadt, wo die Babys mit Gummistiefeln geboren werden, dem schönen Wuppertal. Es ist auch zufälligerweise Herbstanfang, passt also alles wieder. Wir haben wunderschöne Schmuddelwetter draußen, richtig gut zum Basteln und da schwafeln wir heute mal wieder ein bisschen drüber. Ja, ein paar Neuheiten haben wir ja doch und hier ist auch noch irgendwo was unterwegs, weil wir hier gerade bis auf die letzte Minute am Basteln sind. Ah, Griff. Guck mal, da kommt da was angeflogen. Ja, cool. Und? Ja, der erste Proto unserer Beilschmiede. Mit ohne Wasserrad. Ja. Wie gerade schon gesehen, erster Prototyp unserer Beilschmiede. Ein paar Details müssen wir jetzt noch endgültig lösen, aber ist schon in Produktion. Auch fertig, endlich. Das Wirtschaftsgebäude vom Katulthof. Damit sind wir mit dieser Serie durch. Ich hoffe, es gefällt, wie die anderen auch. In Kürze lieferbar. Nicht ganz vorbildgerecht, aber es kommt noch ein kleiner Schornstein dabei. Der hat im Vorbild hat keinen Schornstein, aber ne, schwedische Winter sind auch kalt. Ich weiß nicht, hat die Magd drin gewohnt, die musste scheinbar nicht heizen. Oder die ist im Winter zum Alfred rüber, kann natürlich auch sein. Das ist unser Kolo Groß. Das ist eine Ankündigung von 2014, glaube ich. Aus irgendeinem Grund immer wieder nach hinten gerutscht. Jetzt ist es soweit. Und was ist? Die Farbe gibt es nicht mehr. Also Kolo oder auch das Wohnhaus, das habe ich jetzt gerade nicht griffbereit, gibt es in einem anderen leichten Rotton, was uns hier aber inzwischen auch ganz gut gefällt, ist schon in Ordnung. Also in dem Sinne auch eine Neuheit, weil gab es vorher noch nicht. Ja, wir hatten letztens Tag der Trinkhalle. Das ist bei uns jedes Jahr irgendwie ein bisschen Thema. So hatten wir auch was nachgepostet. Es gibt ein sehr schönes Filmchen wieder darüber vom WDR. Ist ja dieses Jahr auch immaterielles Kulturerbe in NRW geworden. Nochmal einen kurzen Hinweis. Wir haben ja schöne Kioske und Trinkhallen. Und wir haben da auch irgendwie für eine andere Geschichte eine sehr nette Szenerie. Da kommen gleich mal ein paar Fötterchen von. So, um mal zu gucken, wie man das pimpen kann. Ja. Tag des mit etwas zu spät Dranseins haben wir heute. Und das passt, weil das Video sollte eigentlich schon vor einer Woche online gehen. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht weinend im Keller gesessen, weil wir uns so viel Zeit damit gelassen haben. Passiert schon mal, gibt es sogar einen Welttag für, also sind wir scheinbar nicht die Einzigen, denen sowas passiert. Wir gehen gleich mal ein bisschen durch die Werkstatt, aber bevor wir durch die Werkstatt gehen, ich habe heute mal wieder Besuch. Einen oder anderen wird diesen Besucher auch kennen, gehe ich fest von aus. Und mit dem werde ich gleich mal unsere leckeren Waffeln essen. Du auch.
Ja, Mahlzeit zur bergischen Kaffeerunde. Ja, hallo Dustin. Ja, Mahlzeit Jörg. Schön, dass du uns mal hier besuchst. Ich freue mich auch zum zweiten oder dritten Mal. Mhm. Ja. Dafür, dass wir uns vor einem Jahr noch gar nicht gekannt haben. Ne? So. Ja, prima. Essen gibt's nachher erst. Oh. Erst müssen wir mal ein bisschen schwarzen, oh, bevor wir an die Leckerchen gehen. Aber die sind auch gleich kalt. Hm? Die sind auch gleich kalt. Aber die sind ja ganz frisch. Ja, du bist jetzt an Anlage Nummer 3 dran, ne? Ja, ich bin zurzeit an Anlage Nummer 3 dran, weil mir Anlage Nummer 2 nicht mehr gefallen hat. Und ja, die Leute, die mich so ein bisschen auf Instagram verfolgt haben, die wissen auch, dass ich unter anderem in der Firma eine Anlage bauen wollte, wobei ich da auch ein, zwei Filmchen auf YouTube zugezeigt habe. Die Idee wurde auch verworfen, allein aus dem Grund, weil ich nicht gleichzeitig an zwei Anlagen parallel arbeiten kann. Also da habe ich einfach mal ein bisschen zu schnell wieder gehandelt, ohne das Köpfchen einzuschalten. Es funktioniert einfach zeitlich nicht und jeder, der Modellbau macht, weiß, dass es auch finanziell ein bisschen schwierig ist, wenn man jetzt kein Großverdiener ist. Ja, also baue ich jetzt meine zweite Anlage, dritte Anlage, dann zu Hause in dem Zimmer, wo meine frühere Anlage stand. Und ja, mal gucken, ob ich da die Fehler ausmerzen kann, die ich bei Anlage Nummer 2 gemacht habe. Ja, das ist ja der Punkt. Ich meine, das wird, merkt man halt im Laufe des Lebens. Ne? Also einmal ist immer die nächste Anlage, weil man doch Fehler hat, die man gerne ausmerzen möchte. Dann kommt man eventuell auf die Idee, deine letzte Anlage war ja auch richtig fest eingebaut. Genau. Zu sagen, ist auch nicht so optimal. Und irgendwann kommt auch immer der Punkt, wo man sagt, weniger ist mehr. Das kann man tatsächlich feststellen, du bist ja noch jung. Wenn du mit alten Hasen sprichst, diese Entwicklung ist eigentlich oft ähnlich, ne, was sowas angeht. Aber mit deiner neuen Anlage, du hast ja, das Thema ist ja wieder Stadt, genau, nehme ich an. Genau. Und Feuerwehr wird auch ein Thema sein wieder. Oder deine Einsatzfahrzeuge, die man ja immer schön sieht. Das ist auch ein Spezialgebiet von dir so ein bisschen. Ach, also ich liebe einfach alles, was mit Blaulicht zu tun hat. Ich bin ein totaler Fetischist, sag ich mal. Egal ob es Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst ist oder so. Das muss auf jeden Fall wieder mit eingebracht werden. Und sorgt natürlich auch so ein bisschen immer für Abwechslung auf der Anlage, weil man kann eben dann verschiedene Einsätze aufbauen, verschiedene Einsätze gestalten, die Fahrzeuge wieder ein bisschen anders stellen. Und je mehr Auswahl man hat, umso mehr Szenerien kann man dann auch immer mal wieder darstellen. Ne? Würde dann auch theoretisch auf einer fertigen Anlage immer wieder für neue Szenen und neue Ideen und Spannung sorgen. Ja, und aus dem Grund werde ich da definitiv auch meine Einsatzfahrzeuge wieder mit einbinden. Ja, also einmal das, es ist klar, man kann ja auch viele Sachen wahrscheinlich übernehmen von der Anlage, abreißen, gut, aber so einzelne Gebäude oder Szenerien, die du jetzt schon hast, wo du sagst, ja, das gefällt mir ja doch. Aber du hast ja auf der jetzigen Anlage, wenn ich das richtig gesehen habe, bisher eigentlich noch kein Kartonhäuschen, ne? Also das ist bis jetzt klassischer Modellbau, Kunststoffbausätze, wie man sie kennt. Hast ja auch letztes Jahr mal in deinem Video gesagt, dass hier Lasercut, du hast ja mal was von uns gebastelt, relativ Neuland für dich ist. Das möchtest du aber ein bisschen ändern, ne? Also ich habe auf der alten Anlage nur ein Eckhaus zum Schluss stehen gehabt von euch auch tatsächlich, also von der Firma Joswood. Und das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen, auch beim Aufbau. Du hattest mir damals geraten, nicht direkt jetzt irgendwie so einen schwierigeren Bausatz zu nehmen. Also habe ich angefangen mit so kleinen Sachen wie dieses Rad, dieses... Die Regie sagt gerade Seilscheibe. Die Seilscheibe zu bauen als Denkmal, habe ich mir dann auf die Anlage gesetzt. Ja, und dann habe ich auch sofort angefangen mit so einem Eckhaus, mit so einem Reihenhaus tatsächlich. Und ich muss sagen, das war, wenn man sich an die Anleitung hält, relativ simpel aufzubauen. Also da warte ich jetzt überhaupt keine Fehler mit eingearbeitet. Von daher, ja, das war das einzige Haus, was dann zum Schluss auf der Anlage stand.
und alles andere war sonst Plastik. Und auf der neuen Anlage würde ich das gerne so, ja, da habe ich das vor, dann auch viel, viel mehr Lasercut zu nehmen, weil man hat die Sachen schon fertig gealtert. Das, also finde ich jetzt, die sehen halt viel realistischer aus. Man kann natürlich noch nachaltern, aber so wie die Bausätze dann fertig sind, sind sie eigentlich schon meiner Meinung nach Taco. Und ein wesentlicher Punkt, warum ich dann mehr auf Lasercut gehen möchte, ist eben der Punkt Nachhaltigkeit. Mhm. Also man muss ja bedenken, wir sehen ja auch gerade, oder gerade die letzten Monate haben uns gezeigt, dass Klimawandel da ist. Ja, wir hatten immer mal Umweltkatastrophen, also Jahrhundertunwetter oder Jahrtausendunwetter. Jedoch nehmen die langsam zu und man merkt es, da ist auch keiner mehr vorgewappnet und kann sich auch keiner mehr irgendwie vor, ja, da braucht keiner mehr sagen, das ist nicht da, der Klimawandel ist nicht existent. Nein, der ist da und wir müssen was machen, also weg vom Plastik ist meine Meinung und dann eher hin zu, ja, zumindest jetzt im Bausatz, Modellbau dann mehr zu Lasercut zu tendieren. Also. Ja, prima. Ich meine, für uns als Joswold oder auch mir persönlich ist ja Nachhaltigkeit schon seit Jahren ein Thema. Und es freut mich da natürlich, dass auch in der Branche da immer mehr drüber nachgedacht wird. Nicht nur was die Kartonbausätze angeht, bei uns ist halt auch der lösemittelfreie Leim und so weiter und so fort. Also wir versuchen da ja auch relativ aktiv in diese Richtung zu arbeiten. Es freut mich, dass junge Menschen das genauso sehen. Aber Modellbahn oder die Nachhaltigkeit in der Modellbahn, das ist nicht nur dein einziges Hobby, die Modellbahn. Ich habe gehört, du bist auch ein bisschen anderweitig, was Umwelt und Tiere angeht, so ein bisschen aktiv oder aktiver wie andere. Erzähl da doch mal was. Ja, ich bin jetzt nicht so der 0815 Jugendliche, habe ich das Gefühl. Ich werde immer ein bisschen belächelt, ein bisschen schief angeguckt, wenn ich deinem Hobbys Modellbahn, das ist ja schon. Genau, das ist ja, ja schon, da wirst du ja schon belächelt, ne? Wenn du ja sagst, ja, ich bin Modelleisenbahner. Und wenn dann noch dazu kommt, dass du vielleicht irgendwie mal deinen Samstag, deinen kompletten Samstag opferst und Tierrettungsdienst fährst oder dann auch mal nach Feierabend, ich bin ja Dachdecker vom Beruf und dann, wenn du dann nach Feierabend noch irgendwie rausfährst, um das ein oder andere Tier zu sichern, dann wirst du natürlich richtig schräg angeguckt. Dann fragen viele Leute dich, ob du eine andere Waffel hast. Gerade meine Arbeitskollegen, die fragen dann, ob ich ganz in Ordnung bin oder was mit mir los ist, ne? Weil ich natürlich nicht verstehen kann, ja, ich bin unheimlich tierlieb, so würde ich mich jetzt mal beschreiben, und dementsprechend versuche ich natürlich auch den Tieren da zu helfen, wo es nur geht. Jetzt bei den letzten Unwettern, gerade mit dem Hochwasser, da haben leider sehr, 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 sehr viele Tiere ihr Leben verloren. Gerade hier im Bereich an der Ruhr oder auch an der Wupper wird es Ewigkeiten dauern, bis sich da die Population wieder erholt. Also Tierrettung ist dann auch so ein Hobby von mir, was ich dann versuche zum Beruf zu machen. Ja, ich meine, wie gesagt, der Sommer dieses Jahr hat ja bei uns im Bereich Ruhrgebiet, Bergisch Land, tatsächlich eine relativ große Katastrophe mit sich geführt, mit dem Hochwasser, das hatten. Und da gibt es natürlich viele Facetten, da denkt man in erster Linie gar nicht dran. Ich meine, es sind Häuser weggespült worden, es gab erhebliche Schäden an der Infrastruktur, was uns noch jahrelang beschäftigen wird. Aber dann tatsächlich solche kleinen Geschichten, wie ich hörte dann im Radio, dass aufgerufen wurde, dass an der Ruhr, dass man doch mit dem Eimer und Kescher die Fische aus den Pfützen, die da, irgendwann sind die Pfützen weg und die werden elendig da drin ersticken, so, dass man an so Kleinigkeiten einfach mal auch denkt, ne? Oder Vögel, die tatsächlich, da denkt man ja, Vögel, die fliegen doch durch die Luft, ja, die Nester, die da in Flussnähe waren, was du schon sagst, was alles weg ist, ne? Also sowas hat so viele Facetten, wo wir dran denken müssen. Und das gehört ja alles zu einer intakten Umwelt dazu. Finde ich gut. So. Ja, ich sag mal so, ich habe ein Beispiel, da habe ich zum Beispiel jetzt auch bei dem Hochwasser eine Krähe rausgeholt aus dem Uferbereich der Ruhr, was völlig überflutet war. Und zusätzlich zu dem Hochwasser kam natürlich auch noch Öl in der Ruhr. Das heißt, die Krähe war auch noch verölt und die wäre da wahrscheinlich kaputt gegangen. Ne? Die wäre da, ja, die konnte nicht mehr fliegen, weil die so verölt war und die wäre dann da ertrunken. Und
auch diese Sache mit den Fischen, die du gerade angesprochen hattest. Es geht ja eigentlich jetzt nicht einzig und allein darum, nur eben diesen einen Fisch zu retten, sondern eben die Population wieder zu retten, ne? Damit man wieder ein intaktes Ökosystem hat. Wenn wir jetzt da, weiß nicht, hunderte von Fischen einfach liegen lassen, dazu kommen dann die Angler, die dann, wenn das Hochwasser weg ist, wieder an der Ruhr angeln. Irgendwann haben wir dann keine, also weniger Fische oder vielleicht sogar gar keine Fische in der Ruhr. Und dann, das ist einfach, das macht einfach das ganze Ökosystem kaputt. Ne? Und da müssen wir versuchen, da, also da kann einfach jeder was tun. Eben, wenn er, keine Ahnung, mal so ein Tier einfach nicht nur sitzen lässt, sondern sagt, ja, ich gucke mir das jetzt mal irgendwie 2-3 Minuten an. 2-3 Minuten hat jeder Mensch, keiner hat es so eilig. Und wenn das Tier dann Hilfe braucht, dann entweder irgendwie, ja, irgendeine Tierrettung zu benachrichtigen oder nach Möglichkeit das Tier selber zu sichern und ins nächstgelegene Tierheim zu bringen. Die kümmern sich dann meistens um den Rest. Die bringen das Tier dann zum Tierarzt oder nehmen es halt selber auf. Ja, das sind so Kleinigkeiten, da kann jeder mit anpacken. Und genau das ist es auch mit den Bausätzen jetzt oder mit der Nachhaltigkeit bei der Modellbahn. Sei es irgendwie nur ein Reihenhaus, was man jetzt, wo ich jetzt sage, okay, ich nehme das Plastikgebäude jetzt weg und nimm Lasercut, also nimm jetzt hier nachhaltigere Bausätze. Ja, weiß nicht, wenn das 100 Leute machen, dann haben wir schon einen großen Teil wieder erreicht. Mhm. Ne? Also jeder kann immer irgendwie so ein bisschen irgendwo mithelfen. Und da versuche ich dann auch eine Möglichkeit, meine Reichweite zu nutzen. Ne? Dass ich eben genau solche Themen anspreche. Okay, also ja. Gute Geschichte und das freut uns natürlich besonders, weil es uns halt auch ein großes Anliegen. Ja, das ist ja schon mal klasse und es gibt noch ein anderes Thema, wo wir eine kleine Gemeinsamkeit haben. Also wir hatten ja zum Beispiel auch im letzten Frickel-TV, da ging es ja ein bisschen darum, wie man Kinder wieder dabei kriegt oder was man mit Kindern so frickeln kann, also basteln. Und du hattest da auch eine tolle Aktion, wo du auch noch mal ran möchtest. Erzähl da doch mal was drüber. Ja, meine YouTube-Follower und auch meine Instagram-Follower oder generell die Dustern-Community, die hat ja so ein richtig, richtig geiles Projekt unterstützt, nämlich das Projekt Herzenssache. Und das ist auch ein voller Erfolg gewesen. Es ging darum, eine Modelleisenbahn zu bauen auf 1,50 m x 1,50 m, also Länge mal Breite. Und wo dann einfach ein paar Züge im Kreis fahren, möglichst analog, möglichst einfach gehalten, fürs Ronald McDonald Haus. Das ist so ein Haus, da werden dieses Gebäude oder diese Einrichtung beherbergt Familien mit ihren krebskranken Kindern, die dann zum Beispiel im Uniklinikum behandelt werden. In Essen. Genau, im Essener Uniklinikum. Wir haben ja eine der besten Onkologien in Essen zum Thema, gerade mit dem Schwerpunkt Kinder. Und da kommen teilweise Familien aus ganz Europa, die dann da eben beherbergt werden. Ja, und um da ein bisschen für Abwechslung zu sorgen, um da ein bisschen wieder so ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, habe ich dann gedacht, brauche ich vielleicht eine Modelleisenbahn dafür. Mhm. Und das hat tatsächlich, also wirklich, so, dass das so große Ausmaße nimmt, dass sich so viele melden, auch große Firmen, die dann gesagt haben, okay, wir möchten an dem Projekt teilnehmen, hätte ich nicht gedacht. Das Projekt kam dann auch im Endeffekt beim Ronald McDonald House richtig, richtig klasse an, wo ich dann gesagt habe, okay, das werde ich definitiv wiederholen und dann ja möglichst jetzt zu Weihnachten wieder hin. Wie soll es auch anders sein? Gut. Ja, mit einer Kleinigkeit hatten wir dich ja dabei auch unterstützt, auch wenn wir etwas später davon erfahren haben. Das liegt halt an unseren verschiedenen Kanälen. Ich als alter Sack bin halt mehr auf Facebook, du als junger Mensch mehr auf Instagram, egal. Aber wenn du sowas nochmal vorhast, wir wären wieder dabei. Auf jeden definitiv. Fall. Geil, ne? Dankeschön. Perfekt. Ich meine, das sind so Sachen, wir haben ja jetzt auch im Sommer ein bisschen für die Opfer des Hochwassers versucht, etwas, wie wir es können, ja, das zu unterstützen. Und bei solchen Sachen sind wir natürlich gerne dabei. Ne? So. Also ich sag mal so, du sagtest ja jetzt so ein bisschen, ich sag mal, die Menge macht es. Ne? Also wenn jeder irgendwie... Wir nehmen einfach mal jetzt, wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland, jeder spendet einen Euro, dann sind wir bei 80 Millionen Euro. Also die Menge macht das Gift, sag ich mal. Ne? Und
Dementsprechend hast du oder ihr habt einen guten Teil dazu beigetragen für die Opfer des Hochwassers. Meine Community hat einen guten Teil dazu beigetragen, dann eben hier so ein Projekt zu unterstützen. Mhm. Und ich hoffe, dass das nächste Projekt dann genauso gut anläuft. Ne? Super Idee. Ja, nee, schön. Und nach dem ganzen Schwafeln würde ich mal sagen, hier, ne, heute ist Bergische Kaffeetafel angesagt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist bei uns klassisch eine schöne Herzchenwaffel. Dazu gibt es warmen Milchreis und der wird dann nochmal mit Zimt und Zucker bestreut. Ja, kenne ich also, nicht. Kennst du nicht? Aber ich bin gespannt. Ja. Schmeckt mit Sicherheit. Das ist also schon typisch für unsere Bergische Region hier und ja, wie gesagt, muss man einfach mal ausprobieren. Immer einfach den Kaffeelöffel. Ja, ja, klar. Es gibt auch noch die Variante mit heißen Kirschen und Sahne. Das ist auch ganz gut. Aber wir wollen ja mal nicht übertreiben. Jetzt habe ich meinen Löffel abgelegt. Gut. Wir naschen jetzt einfach ein bisschen und nochmal danke an Dustin und mal gucken, was aus seinen Projekten wird. Da werden wir sicherlich nochmal irgendwann ein Feedback bekommen oder nochmal nachfragen. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich kam jetzt ein bisschen spät, ich muss mich gerade konzentrieren hier ohne Löffel. Oh, macht ja nichts. Den also Zimt und Zucker da drauf zu packen. Nee, hat mich auch gefreut und ich hoffe, dass das nächste Geschwafel nicht so lange auf sich warten lässt. Mhm. Okay. Alles klar. Dann ja, guten Hunger. Ja, unsere Bastelecke ist wie üblich schön chaotisch. Ich weiß jetzt nie, ob ich mit oder ohne Brille besser sehe. An so verregneten Wuppertaler Sonntagen kommt man manchmal auch auf die bescheuerte Idee, das wären Wandhalter für Lampen und die sind komplett selber gebastelt. Als Holzmastleuchte. Ich hoffe, die leuchten auch irgendwann. Hier sind wir also hergegangen, haben den Karton nochmal mit Lack verstärkt. Aber das wird nachher eine hübsche Geschichte. Jo, hier sieht man übrigens schon Teile vom Mühlrad für die Beilschmiede. Also das ist wie Treppe in Rund. Wird eine schöne Kniffelei. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Platz. Und vor zwei, drei Schwafel-TVs habe ich erwähnt, dass wir eine kleine Baustelle haben mit unserem neuen Kalina-Fachwerk. Und ein paar Sachen, die ich da pimpen wollte und verändern wollte. Das ist also einmal das. Das wird dann hier hinten stehen. Und hier ist jetzt eigentlich schon unsere Variante Krebsöge in Fachwerkziegel, aber gekelkt. Passiert ja auch schon mal. Dann ist das einfach übergestrichen worden. Den Schornstein haben wir inzwischen in einem zwischen einem dunklen ausgetauscht und Großbude hier. Vorne kommt dann noch. Das ist jetzt eigentlich der Anbau vom Kolonialwaren in groß, aber weil wir nicht viel Platz haben, wird das die kleine Verwaltung dazu geben. Ja, also das ist schon,
Schade, es wird nachher relativ weit hinten eingebaut, aber es wird eine schöne Hinterhofgeschichte, eng, verschachtelt, mag ich. Ja, noch eine Baustelle, mal was ganz anderes, aber wir haben ja auch Hochhäuser angekündigt. Und was hier so rumfliegt, das sind jetzt die Bauteile für, oder Teile der Bauteile, sehr schön, vom The Gate. Und das ist mal, ich habe das mal vorbereitet, mal grob zusammengesteckt. Also das werden diese zwei Türme links und rechts mit diesem Verbindungsbau. Und der kommt ja nochmal auf ein ziemlich großes Basement, wo ja dann auch Zug durchfahren kann. Also die dritte Dimension muss man sich ein bisschen vorstellen. Es wird schon eine mächtige Sache. Und da wird es dann halt in der untersten Ebene, um von links nach rechts oder umgekehrt zu kommen, haben wir auch schon eine Fußgängerbrücke konstruiert. Das Ganze soll halt so ein modernes Design sein, Architekturdesign, und als Ruhrpottler, oder sagen wir mal, das ist irgendwo im Ruhrgebiet, soll das halt so diese Anmutung haben, auch von diesen alten Stahlbauten, also ne, Hochofen oder Stahlwerk oder sowas in der Art. Das soll so ein bisschen von den Farben und von der Form her dem nachempfunden werden. Ja. Wird also nicht langweilig hier. So, jetzt haben wir schon so viel geschwafelt, auch mit meinem Gast. Dann machen wir jetzt hier einfach mal Feierabend. Das nächste Schwafel-TV wird da nicht ganz so lange auf sich warten lassen. Zwischendurch gibt es vielleicht noch ein Frickel-TV. Und dann möchte ich einfach noch mal darauf hinweisen, die Seminartermine im Herbst. Also wir haben jetzt Anfang September, also das für September, weil wir auch so viel anders zu tun haben und die Resonanz jetzt nicht so super drauf war. Also der Termin findet nicht statt. Zur Auswahl stehen derzeit der 18., 26. Oktober oder der 13. und 20. November. Ich weiß, am 20. das ist das Wochenende von der Intermodellbau. Lässt sich aber auch vielleicht kombinieren, indem man sagt, komm, ich fahre freitags ins Ruhrgebiet und schaue mir die Inter an und komme Samstag nach Wuppertal und lerne basteln. Oder umgekehrt. Samstags hier, sonntags in Dortmund. Ne? Ist also mal eine Variante, kann man sich überlegen. Jo, das soll es dann auch einfach mal wieder gewesen sein. Dann sage ich mal tschüss.